Der Rattenfänger von Hameln. Leute, und lasst euch sagen, in Hameln hat sich's zugetragen. 500 Jahre ist es her, so sagt es eine alte Mär. Da gab es eine Rattenplage, so höret nun die alte Sage. Nacht für Nacht war es das Gleiche. Was für ein komisches Geräusch. Mitten in der Nacht? Eine Ratte vielleicht. Ich habe Angst, Mutti, ich habe Angst. Hey, Vater, wach auf. Draußen vor dem Haus ist jemand. Bestimmt eine Ratte. Wach doch auf. Oh, meine Speisekammer ist schon wieder leer. Die Wurst ist fort. Der Kuchen. Oh, mein schöner, frisch gebackener Kuchen. Die ganzen Nudeln sind weg. Oh nein, oh nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch so viel Gift gelegt. Los, Vater, wir nehmen Schaufeln und Mistgabeln. Oh ja, ich komm mit. Hörst du's? Man ist schon hinter ihnen her. Innerhalb von 10 Minuten gab es in der nächtlichen hübschen Stadt Hameln, die eben noch so friedlich schlief, einen Höllenlärm von Türen schlagen, Hundewinseln und Bellen, Klirren und Schreien. Die Ratten! Oh, unsere schönen Felder, die ganze Ernte ist bestimmt hin. Kommen Sie immer nach Hameln, ausgerechnet in unsere hübsche, gepflegte Stadt. Weiß der Teufel, schlagt sie. Die windigen Fetten. Aber was ist das für ein Tumult? Wo rennen denn alle hin und was schleppen Sie da herum? Schaufeln! Wo sind denn die Ratten? Da in den Gärten. Auf der Straße! Ich bin wieder ausatmlich, eine Gebissen. Grauenhaftes Ungeziefer. Greifen sogar Menschen an. Nicht genug, dass sie unsere Mäntel und Kleider zerfressen. Selbst die Hunde haben Angst. Da hilft nur Feuer. Ja, Feuer. Wir brennen sie aus. Quatsch, so ein Quatsch, dann brennt vielleicht doch unsere ganze hübsche Stadt ab. Ich weiß was. Ich weiß einen Rat. Au. Eine Ratte hat mich gebissen. Halt die Klappe. Sag lieber, was du weißt. Die Regierung muss helfen, der Stadtrat, der Stadtrat. Ja, der Bürgermeister. Herr Bürgermeister, Sie müssen uns helfen. Helfen Sie uns doch. Aber, liebe Leute, ich weiß wirklich nicht mehr aus noch ein. Was haben wir schon alles versucht? Der Stadtrat und ich sitzen oft nächtelang im Rathaussaal und zerbrechen uns die Köpfe. Wir sitzen selbst meist auf den Tischen, weil auch im Rathaus die Ratten überall herumhuschen. Donnerstag war wieder solch eine Sitzung des Stadtrats im Rathaussaal. Die Herren saßen auf den Tischen, weil überall im Saal dicke, fette Ratten herumhuschten, als plötzlich ein feiner Jägersmann mit einem gelben Wams und einer roten Schärpe bekleidet in der Saaltür erschien. In der Rocktasche steckte eine silberne Flöte. Herr Bürgermeister, verehrter Stadtrat, ich habe von dem schrecklichen Ungeziefer, das Ihre schöne Stadt Hameln in Angst und Schrecken versetzt, gehört. Für 10.000 Taler in purem Gold könnte ich die Stadt von den Ratten erretten. 10.000 Goldtaler, wenn Sie es fertig bringen, Hameln von den Ratten zu erretten. Ich gehe sofort ans Werk, meine Herren.
Der Jägersmann verneigte sich vor dem Ratsherrn, zog seine Flöte aus dem Wams, ging hinaus auf die Straße und fing an, fröhlich zu pfeifen. Die Leute horchten auf. Putzblitz, was ist das für ein Klingen? Als ob im Frühling die Vöglein singen. Mutter! Ein Rattenfänger! Ein Rattenfänger! Was? Der feine Jäger dort? Mit dem gelben Wams und der roten Schärpe? Ja, Mutter, aber sieh nur, wie er wild aus den Augen guckt. Ja, Kunststück! Er will sich auch die 10.000 Goldtaler verdienen, die der Bürgermeister und Stadträte ihm versprochen haben, wenn er Hameln von den Ratten errettet. Wie fein er auf der silbernen Flöte spielt. Will er damit vielleicht die Ratten locken? Ja, seht doch, seht! Die Ratten laufen in hellen Haufen hinter ihm her! Musik alles vermag. Er lockt sie an mit Wunderschall. Nicht zu fassen! Aus allen Ecken kommen die satten, dicken, fetten Ratten. Da! Aus dem Bäckerladen. Da aus der Schlachterei. Aus dem Eisladen kommt eine ganze Invasion. Die gibt! Ich esse bestimmt kein Eis mehr. Wo will er nur mit den ganzen Ratten hin? Zur Weser. Zur Weser lenkt er seine Schritte. Seht doch, die Ratten folgen ihm. Es ist nicht zu fassen. Will er die Ratten ertränken? Aber sicher. Er will sich doch die 10.000 Goldtaler verdienen, die Bürgermeister und Stadtrat ihm versprochen haben, wenn er Hameln von den Ratten errettet. Und wirklich, die Ratten waren aus allen Ecken und Winkeln, aus den Kellern und Speisekammern herbeigehuscht und lauschten der wundersamen Musik. Und als der Jägersmann fröhlich musizierend immer weiter durch die Gassen wanderte, sprangen und tanzten und liefen die Ratten hinter ihm her. Wie rissen der Bürgermeister und der ganze Rat der Stadt Augen und Mund und Nase auf, als sie sahen, wie der Jägersmann auf einen Stein in der Weser sprang und das ganze quiekende Rattenheer zu seiner Musik in das Wasser hineintanzte und elendiglich ersoff. Hameln war seine Rattenplage los. Was Musik alles vermag. Er lockte sie an mit Wunderschall. Die dicken, fetten, satten Ratten. Wir können wieder ruhig schlafen. Oh, unsere Ernte ist vielleicht noch mal zu retten. Die Blumen und Bäume in den Gärten werden wieder blühen. Und die Speisekammern werden wieder voll bleiben. Oh, unsere Mäntel und Kleider werden fein und hübsch bleiben. Hurra! Hameln ist wieder frei von den dicken, fetten, satten Ratten. Wir danken dem feinen Jägersmann, dem Rattenfänger, dem Wundersänger. Er hat die 10.000 Taler ehrlich verdient. Aber der Bürgermeister, listig und ein bisschen geizig, wie er war, dachte anders. Als der Rattenfänger bei ihm erschien und die versprochenen 10.000 Taler forderte, sagte er ihm höhnisch ins Gesicht. Was? 10.000 Goldtaler für das bisschen Musik? Damit hätte mancher von uns Hameln von den Ratten gerettet. Nein, 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 nein. Mit solcher Leichtigkeit kann man nicht einfach 10.000 Taler verdienen. Stimmt's? Für das bisschen Gedudel 10.000 Goldtaler? Versprochen ist versprochen. Ich habe Hameln von den Ratten errettet, gute Arbeit geleistet und meinen Lohn ehrlich verdient. Dass ich nicht lache! 10.000 Goldtaler für das bisschen Flötenspiel! Eure Musik ist doch nur Teufelskunst! Verschwindet! Ich verschwinde, Herr Bürgermeister, aber hoffentlich müssen Sie nicht einmal bereuen, dass Sie Ihr Versprechen nicht gehalten haben. Musik.
Der Rattenfänger verschwand aus dem Bürgermeisteramt, zog seine silberne Flöte aus dem Wams und schlenderte lockend, musizierend durch die Straßen von Hameln. Potzblitz, was ist das für ein Klingeln, als ob die lieben Englein singen? Oh, da muss ich mit. Wo alle Kinder laufen, in hellen Haufen, bin ich dabei. Hey, heute gehen wir nicht zur Schule. Wir machen einen Ausflug. Kommt mit, kommt. Lauft ihr denn alle hin? Wartet, wartet. Den Flötenspieler hinterher, komm doch. Juhu! Von allen Seiten strömten sie herbei. Buben und Mädchen, große und kleine, lauschten den fröhlichen Tönen und kaum wussten sie, wie ihnen geschah, sie fingen an, hinter dem Jägersmann herzutanzen, wie es schon einmal geschehen war. Es wurde schon dunkel. Der Mond kam herauf und guckte verwundert auf die seltsame, singende, lachende Prozession, die plötzlich in dem Eingang eines Berges verschwand. Voran ein feiner Jägersmann mit einem gelben Wams und einer roten Schärpe. Keine Angst zu haben. Oh ja, du hast recht, wie hell der Mond scheint. Oh, ist das schön hier. Aber dort, eine Stadt. Ja. Eine Spielzeugstadt. Nein, eine Kinderstadt. Borat, da bleiben wir. Und wo eine Stadt ist, da ist auch ein Hotel. Da werden wir fein schlafen. Ich bin ja so müde. Ich auch. Ich auch. Der Himmel über Hameln ist finster. Kühl fegt der Wind durch die Straßen. Düstere Gewitterwolken türmen sich auf, als ein alter Mann in die Stadt hereinkam. Hey, Alter! Hast du nicht mein Kind gesehen? Ein Kind? Hunderte! Sicher ist deins auch hinter dem lustigen Musikus her. Ha, das war eine Musik, wie ich sie mein Leben lang noch nicht gehört habe. Ihr fantasiert, Alter. Meine kleine Tochter würde nie mitlaufen. Wer seid ihr überhaupt? Wo ist der hin, der Musikus? Ihr seid ja verrückt, Alter. Wo sind die Kinder hin? Richtung Weser. Ach nein. Er machte plötzlich eine Drehung in Richtung Berge. Die Kinder waren sehr lustig und vergnügt. Die kommen schon wieder. Also nein, solche Musik, da wäre ich auch noch mit. Nur meine Beine wollen nicht mehr so. Mit dem Klang seiner Wundermusik lockte er alle. Hilf Himmel, er hat sie entführt. Rache! Er hat sich gerächt, der feine Jäger, der Rattenfänger, Herr Bürgermeister. Sie sind schuld. Sie wollten ihn betrügen. Was? Ich und betrügen? Er, der feine Jägersmann, mit seinem gelben Wams und seiner roten Schärpe und seiner teuflischen Musik wollte uns betrügen. Für so ein bisschen Gedudel 10.000 Goldtaler. Wenn das nicht Gaunerei ist. Aber versprochen ist versprochen, Herr Bürgermeister. Vielleicht hat er unsere Kinder jetzt als Pfand mitgenommen. Der Alte eben hat doch auch gesagt, sie kommen schon wieder, die Kinder. Stimmt, das hat er gesagt. Wie ist denn der Alte so plötzlich hin? Er war doch eben noch da. Ja, und so schlecht zu Fuß. Es ist, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Ich hatte ja gleich das Gefühl, da hat der Teufel seine Hand im Spiel. Das glaube ich nicht, Herr Bürgermeister. Er
so feine Musik machen kann, wird nie ein Teufel sein. Aber ihr, Herr Bürgermeister, ihr seid ein Geizkragen und Betrüger. In was für Angst habt ihr uns damit gebracht? Ich glaube ganz sicher, dass der feine Jägersmann uns den Alten geschickt hat. Er bringt die Kinder ganz bestimmt zurück. Und dann werdet ihr euer Versprechen einlösen, Herr Bürgermeister, und ihm seinen wohlverdienten Lohn geben. Dafür werden wir sorgen, Herr Bürgermeister. Ja, dafür werden wir ganz bestimmt sorgen, Sie Geizkragen. Hat uns der Musikus nicht von den schrecklichen Ratten befreit? Wie glücklich könnten wir jetzt leben. Aber fort sind unsere Kinder. Sie kommen ganz bestimmt zurück. Die Eltern riefen und suchten, schickten Sendboten in alle Richtungen aus, Osten und Westen, Norden und Süden. Vergeblich. Der Rattenfänger aber wanderte mit der fröhlichen Kinderschar durch Täler und Schluchten, Wälder und Wiesen. Man hat sie zuletzt in einem fernen Berg verschwinden sehen. Des Kaisers neue Kleider. Vor vielen Jahren lebte einmal ein Kaiser, der liebte prächtige neue Kleider so sehr, dass er sein ganzes Geld dafür ausgab. Er kümmerte sich nicht um seine Armee, er machte sich nichts aus dem Theater und wenn er einmal in den Wald zur Jagd ritt, dann nur, um seine neuen Kleider zu zeigen. Es war sein größtes Vergnügen, in der offenen Kutsche spazieren zu fahren und sich bewundern zu lassen. Eines Tages hörten zwei Betrüger von der Eitelkeit des Kaisers. Sofort reisten sie in die Hauptstadt, gaben sich als Weber aus und ließen sich zum Palast des Kaisers führen. Vor dem Thron verneigten sie sich, und der Klügere von ihnen sprach: Verehrungswürdige Majestät, wir sind von weit her gereist, um euch unsere Künste anzubieten. Wir sind außerordentlich geschickte Weber. Die vornehmsten Fürsten aus allen Reichen haben ihre Kleider bei uns machen lassen, aber keiner hatte bisher genügend feinen Verstand, um unsere Kunst richtig zu würdigen. Als wir nun von eurer unvergleichlichen Kennerschaft für die erlesensten Kleider hörten, mussten wir sofort zu euch kommen. Mussten wir sofort zu euch kommen. Seid willkommen, ihr Weber. Alles Neue ist mir angenehm. Aber sagt, worin besteht eure besondere Kunst? Wir verstehen das feinste Tuch und die schönsten Muster zu weben, die man sich denken kann. Aber es ist noch etwas Besonderes an unserer Kunst. Nur derjenige kann die schönen Stoffe sehen, der klug ist und für sein Amt taugt. Für alle anderen aber, die Dummen und Untauglichen, bleibt es unsichtbar. Bleibt es unsichtbar. Das wären ja prächtige Kleider. Wenn ich die anhätte, wäre ich nicht nur unübertrefflich schön gekleidet, sondern könnte außerdem erfahren, wer von meinen Ministern und Beamten für sein Amt nicht taugt. Und die Klugen wären leicht von den Dummen zu unterscheiden. Weber, das Kunstwerk muss sofort für mich angefertigt werden. Lasst euch aus meiner Schatzkammer so viel feine Seide und reines Gold bringen, wie ihr braucht. Und geht sofort an die Arbeit. Die beiden Betrüger ließen sich große Mengen von Seide und Gold geben und dann stellten sie zwei Webstühle auf und setzten sich dahinter und taten, als ob sie arbeiteten. Sie webten aber nur leere Luft und hatten keinen einzigen Faden aufgespannt. Das prächtige Gold und die feine Seide aber steckten sie in ihre eigenen Taschen. So arbeiteten sie an den leeren Stühlen den ganzen Tag bis tief in die Nacht hinein und webten nichts als leere Luft. Am nächsten Morgen wollte der Kaiser gern wissen, wie weit die Weber mit ihrem Tuch waren. Aber ihm war recht beklommen zumute bei dem Gedanken, dass Dumme und Untaugliche es nicht sehen könnten. Zwar glaubte er nicht, dass er für sich selbst fürchten müsste, aber es war vielleicht doch besser,
zuerst einen anderen hinzusenden, um zu erfahren, wie weit das Kunstwerk sei. In der ganzen Stadt hatte sich die Geschichte von den beiden Webern und dem sonderbaren Stoff, den sie herstellten, herumgesprochen. Und alle waren neugierig zu sehen, wie dumm oder schlecht ihre Nachbarn seien. Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern schicken. Er kann am besten beurteilen, wie der prächtige Stoff wird. Denn er hat Verstand und keiner versteht sein Amt besser als er. Man schicke mir den ersten Minister. Seine Majestät, euer erster Minister steht zu eurer Verfügung. Ich möchte unbedingt wissen, wie weit die Weber mit ihrem Tuch sind. Geht und seht nach, wie sich das Gewebe ausnimmt. Euer Auftrag ehrt mich sehr, Majestät. Ich werde euch sogleich mein Urteil überbringen. Die wunderbare Kraft des Tuches war am Hofe bereits bekannt und gefürchtet. Doch der erste Minister hielt sich, wie jeder Minister, für einen außerordentlich klugen und gebildeten Mann und ging unbesorgt in die Webkammer. Als er die beiden Betrüger am leeren Webstuhl sitzen sah, riss er die Augen auf und erschrak. Ich kann das Gewebe nicht sehen. Gott bewahre mich, sollte ich wirklich so dumm sein? Habe ich nie geglaubt. Niemand darf erfahren, dass ich zu meinem Amt nicht tauge. Ich muss die Weber täuschen und so tun, als sähe ich das Tuch. Nun, ihr Weber, zeigt einmal eure Arbeit her, damit ich beurteilen kann, ob sie etwas taugt. Tretet nun näher, weiser Minister, und seht. Ist das nicht ein herrliches Tuch? Ein herrliches Tuch! Diese Farben, diese Muster! Betrachtet besonders diese chinesisch-persisch geschlungene Sternlilie, Blatt und Stiele und diese gedrehten Königsschlangenkreuzgewinde auf nachtblauem Grund. Auf nachtblauem Grund? Oh, das ist wunderbar! Diese Muster und diese Farben, ein Meisterwerk! Und ganz besonders diese chinesische, persisch gestielten Lilienblattschlingen. Ganz allerliebst. Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir außerordentlich gefällt. Nun, das freut uns. Sagt ihm aber auch, dass wir noch mehr Seide und Gold brauchen. Ihr könnt ja selber sehen, wir haben alles verwebt. Alles verwebt. Nun, mein Minister, was sagt ihr zu dem neuen Tuch? Oh, Majestät, es ist ein wahres Kunstwerk. Man weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Besonders das Muster, diese persisch geschlungenen Lilienstern-Chinesen-Stiele und diese gewundenen Königskreuzschlangen auf blauem Grund, wahrlich unübertreffend. Nun, dann will ich mir das Kunstwerk morgen selbst ansehen. Seide und Gold waren bereits verarbeitet. Soll ich in Ihrem Auftrage den Webern mehr zukommen lassen? Es soll an nichts fehlen. Dieses Kunstwerk muss mein prächtigstes und schönstes Gewand werden. Eilt, Minister! Eilt in die Schatzkammer! Sehr wohl. Nun, ehe ich mir das Tuch ansehe, sollte ich vielleicht doch besser erst mal meinen General schicken. Das Muster, von dem mein Minister erzählte, ich habe nie von etwas Ähnlichem gehört. Sternenstiel-Chinesen? Es wäre nicht auszudenken, wenn ich zu dumm wäre, das Gewebe zu sehen. Jawohl, es ist klüger, erst noch das Urteil meines Generals zu hören, bevor ich selbst es wage. Und so begab sich der General auf Befehl des Kaisers in die Webkammer. Da erging es ihm nicht viel anders als dem ersten Minister. Als er in den Raum trat, sah er die beiden Betrüger an den Webstühlen sitzen und leere Luft verweben. Er war entsetzt, als er sah, dass hier gar nichts zu sehen war. Aber das sagte er nicht.
dumm bin ich gewiss nicht. Vielleicht tauche ich aber nicht für mein hohes Amt. Und nicht anmerken lassen. Nun, General, ist das nicht ein hübscher Stoff? Der wird euren Kaiser gar hoheitlich zieren. Gar hoheitlich zieren? Ja, reizend, ganz reizend. Ich muss meiner Majestät sogleich Bericht erstatten. So lobte auch der General den Stoff, den er nicht sehen konnte, und tat, als freue er sich über die schönen Farben und herrlichen Muster. Bald sprachen in der Stadt alle Leute von nichts anderem als dem prächtigen Stoff. Nun wollte aber der Kaiser endlich selbst das neue Tuch betrachten. Er nahm seinen ersten Minister, den General und viele andere auserlesene Männer mit. Als sie in die Webstube eintraten, fuchtelten die Weber wild mit den Armen und traten mit den Beinen und webten ganz gewöhnliche Luft. Ehrwürdige Majestät, ihr beehrt uns selbst mit eurem Besuch. Geruhet unsere Arbeit zu betrachten. Seht nur, welches Muster und die Farben, sagt selbst. Habt ihr je etwas Feineres gesehen? Etwas Feineres gesehen? Das ist ja schrecklich. Ich kann nichts sehen. Sollte ich wirklich dümmer sein als mein General und mein erster Minister? Und tauge ich am Ende nicht zum Kaiser? Es ist schrecklich. Niemand darf es mir anmerken. Nun, Eure Majestät, ihr sagt nichts. Hat euch das schöne Tuch die Sprache verschlagen? Ja, wirklich. Ich bin sprachlos. Ich konnte gar kein Wort hervorbringen vor lauter Bewunderung. Dieses Kunstwerk findet meinen allerhöchsten Beifall. Besonders diese persisch gestielten Lilienstern-Chinesenschlingen und diese gekreuzten Königsschlangengewinde. Nun, wir wussten gleich, dass ihr diese seltenen Muster kennt. Sie werden euch bestimmt prächtig kleiden. Aber seht selbst, wir brauchen noch Gold und Seide, um sie fertigzustellen. Daran soll es nicht fehlen. Für diese Kleider ist mir nichts zu kostbar. Da habt ihr recht, Majestät. Nie hat man etwas Vergleichbares gesehen. Jeder wird den ausgezeichneten Geschmack ihrer kaiserlichen Hoheit rühmen. Ihr müsst die neuen Kleider unbedingt bei der großen Prozession am Sonntag tragen. Das ganze Volk soll euch in dieser Pracht sehen. Das will ich. Mein ganzes Volk soll mich in dieser Pracht sehen. Also, ihr habt gehört, Weber. Am Sonntagmorgen müssen die Kleider fertig sein. Der Kaiser steckte jedem der Betrüger einen Orden ins Knopfloch und verlieh ihnen den Titel Kaiserliche Hofweber. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Prozession stattfinden sollte, waren die beiden Betrüger auf und hatten mehr als 16 Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, wie stark sie beschäftigt waren. Sie taten, als ob sie den Stoff von dem Webstuhl nehmen würden. Sie schnitten in der Luft mit großen Scheren und nähten mit Nadeln ohne Faden. Der Kaiser kam am Morgen mit seinen vornehmsten Hofleuten selbst in die Webstube, um die neuen Kleider anzulegen. Die beiden Betrüger hoben die Arme hoch, so als ob sie etwas in der Hand hielten, und sagten: Majestät, die Kleider sind noch rechtzeitig fertig geworden. Wir haben Tag und Nacht nicht geruht. Seht nur, hier ist die Hose und hier die Jacke und da der Mantel. Alles ist so zart und hauchfein wie Spinnengewebe. Man könnte glauben, dass man nichts am Leibe habe. Aber das ist ja gerade das Besondere daran. Das Besondere daran? Wollen Ihre Kaiserliche Majestät nun gnädigst geruhen, die Kleider abzulegen? Dann werden wir Ihnen die neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen. Vor dem großen Spiegel anziehen? Seid mir behilflich. Ja, bitte, Majestät. So. Hier die Schleppe, dort muss noch eine kleine Falte rein. Oh, und die Schnalle, geschlossen. Dreht euch bitte etwas nach rechts, Majestät. Es sitzt ausgezeichnet. Es sitzt ausgezeichnet. Ihr versteht eine seltene Kunst. Dies ist mein allerprächtigstes Gewand. Und wie gut es mich kleidet. Sagt selbst, mein erster Minister, ist es nicht eine köstliche Tracht?
Ja, kein Herr hatte je solche Gewänder gehabt. Wunderbar, dieser Stoff. Und wie gut auch alles sitzt. Bitte, Majestät, draußen stehen die Lakaien mit dem Thronhimmel, in welchem eure kaiserliche Hoheit in der Prozession getragen werden sollen. Bitte, Majestät. Vorsicht! Jemand muss die kostbare Schleppe tragen. Vorsicht! Der Kaiser aber begann zu frieren, denn er hatte ja nichts am Leibe. Aber er wendete sich noch einmal vor dem Spiegel, als betrachte er so recht seine neuen Kleider. Dann bückten sich die Kammerherren, als wollten sie die Schleppe aufheben. Sie wagten nicht zu sagen, dass sie nichts von dem Gewand sehen konnten. So wurde der Kaiser unter dem Thronhimmel an der Spitze der Prozession durch die Stadt getragen. Von überall strömten die Leute herbei, um die wunderbaren neuen Kleider zu sehen. Wer auf der Straße keinen Platz mehr fand, schaute aus dem Fenster. Und überall, wo der Kaiser vorbeikam, schrien die Leute: Schön, Sie sind schön, wie wunderbar ist das, ein schöner Kaiser! Keiner wollte sich anmerken lassen, dass er nichts sah als den nackten Kaiser unter seinem Thronhimmel. Denn sonst hätte er ja nicht für sein Amt getaugt. Oder wäre sehr dumm gewesen. Noch nie war eines von des Kaisers Kleidern so bewundert worden wie das, das es gar nicht gab. Endlich aber rief ein kleines Kind. Aber der hat ja gar nichts an. Warum hat der Kaiser nichts an? Hört die Stimme der Unschuld. Aber er hat ja wirklich nichts an. Da ging es von Mund zu Mund durch die Menge, erst leise, dann immer lauter. Hört, was das Kind gesagt hat. Er hat nichts an. Was? Wieso? Warum hat er nichts an? Weil er nichts anhat. Ja, nackt. Er sitzt da. Er sitzt nackt. Ja. Der Kaiser, den in seiner Nacktheit schon erbärmlich fror, hörte den Ruf. Und es schien ihm nun selbst, als hätte er nichts an. Aber er dachte, ich muss noch aushalten, die ganze Prozession hindurch. Und dann hielt er sich noch stolzer und die Kammerherren gingen noch straffer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Die beiden Betrüger aber waren längst über alle Berge.